Gut, die kommen da jetzt rein. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Und sie kommen da rein, glaube ich. Ja. Aber nicht von da drüben. Muss ich da jetzt irgendwie was bauen, damit die da rüberkommen? Das Ding ist mir viel zu groß. Das Ding, ja, auch irgendwie kann man die Scheiße denn drehen? Überhaupt nicht. Ist mir aber viel zu groß. Da so ein scheiß Kreisverkehr von mir, der passt nicht. Ich hab doch noch irgendwo da, das da vielleicht. Das könnte ich da reinpflanzen. Könnte ich. Nur ob ich soll. Ach, mach mir einfach mal. Da alles wieder abreißen. Jetzt müssen die Straßen aber dann ein bisschen verlegt werden. Dann nehmen wir die auch weg. Bis hierhin ungefähr. Und dann nehmen wir das Ding da. Fälle zu steil. Da oben geht's. Scheiße. Kakelottis. Oder so. Naja, so ungefähr. Okay, passt. Verbinden wir mal die Dinger da. Ja, das passt auch. So. Und... Oh, die ist belegt. Die können es auch anders sein. Scheiß Dinger da. Und da dasselbe. Machen wir mal ein bisschen... kurviger. So. Dann machen wir das dann nochmal weg. Machen das auch kurviger. So. Noch ein bisschen. Okay. Das kann ich auch noch upgraden. Gefälle zu steigen. Leck mich doch. Muss reichen. Und dann müssten wir da nur noch die Dinger irgendwie daran machen. Geht bestimmt nicht. Nö, natürlich nicht. Wieso sollte das auch gehen? Ja, das wird schon irgendwie gehen. Oder auch nicht. Bis hier komme ich, aber nicht weiter. Ach, ist das kacke. Geht's mit einer kleineren Straße? Nein, auch nicht. Zumindest nicht so, aber so vielleicht. Auch nicht. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu stellen. Was für eine Scheiße hier. So.
Und so geht auch nicht. Es war mir doch irgendwie klar, dass es nicht geht. Wenn ich die Dinger hier abreiß. Und eine kleine Straße reinmach, also so eine Straße hier, eine einzige. So. So. Da wieder runter. So. Jetzt muss ich nur die Straßen hier wieder ändern. Da geht's runter, da geht's hoch, oder? Ich glaube schon. Machen wir es hier hoch und dann runter. Und dann da vorne irgendwie runter. Also, ja, so rum. Und dann von hier geht es. Nein, natürlich nicht. Wieso sollte das auch gehen? So geht's. Sieht zwar scheiße aus, aber egal. Seinen Sinn und Zweck erfüllt's irgendwie oder auch nicht. Oh Mann, oh. Das ist doch. Ah, das ist doch besser. Ja, das ist besser. Okay. Wobei ich ja dann theoretisch das hier weglassen kann. Die fahren nur hier hoch. Und hier runter. Genau, ist noch besser. Scheiß Dinge hier nerven mich zwar jetzt, aber geht nicht anders. Oder? Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Nein, das geht bestimmt nicht anders. Nö. Geht nicht. Scheiße. Von hier oder wie? Nach runter oder auch nicht. Wieso wollt ihr jetzt darüber fahren, ihr dummen Arschgesichter? So ist doch viel besser. Okay. Ist die Straße irgendwie schief? Nö. Passt alles. Alles im grünen Bereich. Aber die gefällt mir nicht. Vielleicht besser. Nicht wirklich, aber naja. Was ist denn da los? Ach, ich habe die Straße falsch gebaut. Ich muss die andersrum bauen. Von hier nach da. So. Davon mal sieht sie auch viel besser aus. Wir die auch noch mal weg. Gut, von hier aus passt es ja noch. So,
Ist da immer noch so ein Ding da drin? Ja, voll der Mega-Knick. Scheiß Ding. So besser, oder? Ja, sieht auch so aus. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Muss passen. Müsste passen. Muss passen. Und da geht. Ja, wir haben 80.000 Einwohner und Monumente sind freigeschaltet und wir dürfen jetzt komplett alle Dinger bauen, dank dem einen Mod da. Das ist jetzt echt super geil. Da müssen wir noch 3 Instanzen füllen. Da müssen wir gar nichts mehr, haben wir schon alles freigeschaltet. Hier müssen wir Kriminalitätsrate über 50% und 5 Wochen lang müssen wir das halten oder unterhalten oder was weiß ich was. Und ein Bürogebiet mit 10.000 Quadraten. Eieieiei. 1.000 verlassene Gebäude in der Stadt und wir haben 131, also reicht's noch ewig lang nicht. 5 Wochen lang muss das so bleiben mit 1.000 verlassene Gebäude. Aber ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich mache einfach kein Wasser mehr. Oder Strom. Ja, ja. So könnte es gehen. Aber dann habe ich auch keine Einwohner mehr und mache ordentlich Verlust. Obwohl, ich habe 2,2 Millionen, so wie das hier aussieht. Also müsste das passen. Gewerbegebiet mit 20.000 Quadraten gebaut. Ja, bald. 7 Instanzen von Universität. 3 haben wir. Ups. Es kommt später. Bauen Sie 300 städtische Dienstleistungsgebäude. Eieiei, das dauert noch eine Weile. Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude. 8 fehlen. Ich habe keine Ahnung welche. Kann ich aber bestimmt irgendwie gucken. Errungenschaften. Das interessiert weniger. Monumente. Was ist denn das? Eden-Projekt. Bauen Sie freundlicher Stadtpark. Oh, da steht, was ich alles bauen muss, damit ich das freischalte. Eieieiei. Weltraumlift ist also Touristik. Oder Verkehrsdings da. Das ist ein Park. Das ist Schule. Das ist Strom. Das ist Medizin. Polizei und Feuerwehr gibt's nicht. Oder Müll. Die könnten ja Müll in irgendwas umwandeln oder so. Also gut, das Eden-Projekt. Bei dem Eden-Projekt handelt es sich um ein riesiges Treibhaus, das sich perfekt zum Anbau exotischer Früchte und Pflanzen eignet. Es führt zu einer enormen Erhöhung des Stadtprofils und zu einer Wertsteigerung der Grundstücke auf dem Stadtgebiet. Das ist gut. Weltraumlift. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich den Weltraumlift anzusehen. Dies bedeutet einen riesigen Zustrom an Touristen, die während ihres Besuchs auch gerne Geld ausgeben. Und es bedeutet auch, dass es sehr, sehr viel Stau gibt. Hadron Collider, oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Der Hadron Collider ist ein Ort der Wissenschaft. In der Einrichtung werden verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt und Fortbildungskurse für Bürger angeboten. Eine Stadt mit Hadron Collider muss sich keine Sorgen mehr um mangelnde Bildung sorgen, da diese Einrichtung alle Bürger damit versorgt. Sorry, muss es sein. Kernfusionskraftwerk. Nach dem Bau des Kernfusionskraftwerks ist die Macht der Sterne für sie in Griffweite. Und die Energieprobleme der Vergangenheit haben sich erledigt. Die Kernfusion bietet riesige Mengen sauberen Stroms, ohne radioaktive Niederschläge oder andere Umweltverschmutzungen befürchten zu müssen. Ja, ja, wer's glaubt. Medizinisches Zentrum. Das Medizinische Zentrum ist eine Forschungseinrichtung, die an Heilungen für Krankheiten und andere Gebrechen arbeitet.
Es ist so riesig und effizient, dass es sich mit Leichtigkeit um sämtliche Gesundheitsbedürfnisse ihrer Bürger kümmern kann. Das ist okay. So, Errungenschaften, da fällt noch ein paar. Bild Hadron Collider, Bild der Space Elevator. 50 Transportlinien haben wir scheinbar auch noch nicht. Das haben wir. Have more than 10 districts with unique policies. Achso, da müssen wir... Beim einen darf schwer kommen, beim anderen darf kein Schwerverkehr kommen, beim anderen gibt's noch das, beim anderen nicht und so weiter. Und das 10 verschiedene Dinger. No water or ground pollution, okay. Keine Bodenverschmutzung und Wasserverschmutzung. Ich denke mal Trinkwasser meinen die. Ich hoffe's. Sonst haben wir ein Problem. Hä? Über 70% Einwohner, die hochgebildet sind, bei über 10.000 Einwohnern. Alle Einzelgebäude im Spiel freischalten. Single Building, Einzelgebäude oder so, keine Ahnung. Make them pay. Hui. Was heißt denn das? Have Buffer. Ah, wir müssen Einwohner, also das grüne Zeug, 5% höher die Steuern machen als bei der Industrie für ein Jahr lang. Dann müssen wir Medical Center bauen, über 100.000 Einwohner, ja, das schaffen wir. Ich sehe es gerade zwar nicht, aber 85 oder so haben wir. 80. Und das sind bestimmt schon mehr. Wo waren wir denn jetzt? Weiter unten. Scheiße. Da. Edenprojekt bauen. Jetzt müssen wir 5% höhere Steuern für Industrie als bei dem grünen Zeug. 5. Was soll ich denn das? Landfill Sites. Professional Dumper ist das. Müllabfuhr. Dings da. 5 Dinger füllen. Kann sein. 15.000 pro Woche verdienen, das haben wir locker, wir haben um die 25.000. Fusionskraftwerk bauen. 5, ja, das haben wir ja schon. Über 40% Kriminalität für 2 Jahre und ja, das war's ja schon. Sind ja eigentlich nicht mehr viele, die ich da freischalten kann oder muss. Ja, das ist gut. Und dann können wir auch irgendwann das ganze Zeug da mal bauen. Okay, aber... Ich weiß, die Folge wird ein bisschen länger, aber ich baue jetzt erstmal das Dingens hier noch fertig. Sonst, wo ist denn die Straße? Hier unten, ah. Muss ich das irgendwie hochkriegen? Fange ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter da drüben an, oder? Ja. Bam, 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 bam. Upsala. Das war zu weit, glaube ich. Okay. Wie rum fahrt ihr? Darüber. So. Und dann müssen wir... Das da fährt darüber. Okay. Machen wir einfach mal so. Passt es, passt es, passt es, passt es. Wird ein bisschen krumm. Ja, das mal bis. Machen wir das erstmal gerade. Von hier aber erstmal. Wobei, das geht schlecht. Doch, das geht schon. Wir machen erstmal bis hier. So hin. Dann muss ich das halt wieder abreißen. Das lasse ich stehen. Und dann mache ich das von da nach da. Und reißt das Ding wieder ab. Und dann das hier. Geht jetzt einfacher rüberziehen. Fertig. Und dann kann ich das da bauen. Das machen wir auch ein bisschen noch so. Ja. Kann ich das dann noch ein bisschen weiter so machen. Bis. Ja, bis hier. Das auch. So. Oder? Ja. Doch, das passt. Das da wieder abreißen. Und zwar... So.
baue ich hier aber noch kurz ein bisschen länger. Ich passe es am Ende doch nicht. Ist da weg. Und so hin. Dann das da wieder weg. Und das da auch. Und dann mache ich da eine Kurve hin. So, erstmal. Und dann so. Oh ja, das passt. Und da dasselbe. So ungefähr und so. Sollte jetzt passen, oder? Minimal kriegt ein Knick drin. Minimal. So. Wir das ein bisschen näher hin. Passt das? Jo, das sollte passen. Da kommen schon wieder die ersten Fuzzis. Ja, da kann ich noch wieder grün machen. Aber erstmal baue ich da wieder die Straßen dann hin. Jetzt muss ich aber erst noch das hier wegreißen wieder. Und das da. Ein bisschen rauszoomen. So, vielleicht noch mehr. Okay, da fahren die so entlang. Dann lassen wir die jetzt hier runterfahren, oder? Ja. Lass mal gucken. Wenn ich die so fahren lasse. Machen wir es hier hin. Und da geht's wieder runter. Falsche Richtung. So. Die Fälle zu steil. Wieso? Leck mich doch am Arsch. Chasing. Wieder Gefälle zu steil, wieso? Ihr könnt mich mal kreuzweise hier. Wieso ist da Gefälle zu steil? Mann! Ihr kotzt mich langsam an. So geht's natürlich nicht. Ah, jetzt geht's. Reißen wir das hier ab. Nicht so stark. So. Wieso geht es jetzt nicht? Alles beleckt. Ach, das ist doch für ein Arsch. Wie weit ist das da entfernt? Ein bisschen mehr, glaube ich. Machen wir das so. Ach, verdammt. Ups. Das war das Falsche. So. Und. Ah, dann machen wir so. Okay. Und da geht's wieder runter. Oder auch nicht. Leck mich doch mit dem scheiß Gefälle hier. Muss ich das wieder abreißen? Oh Mann! Geh nicht anders als so. Ich fäll dich zu schnell. Das geht sogar. Hoho. Ja, es hat geklappt. Das ist gut. Sieht ja sogar noch einigermaßen gut aus. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber da ist kein Ding da hochgegangen. Wieso ist es da und da nicht? Das bisschen weiter so hoch bis hierhin und jetzt muss ich das auch wieder abreißen. Ach, probier's einfach. Gefällig zu stellen. Das ist doch kacke hier. Echt für'n Arsch.
Was ist denn da für ein Ort belegt? Mach ich sie eben dahin. Oh, das sieht ja sogar noch viel besser aus. Und von hier? Ach, da oder auch nicht. Da geht's, aber dahin nicht. So geht's, okay, passt. Gut. Sieht zwar nicht unbedingt gleich aus, aber ich denke mal, das kriege ich nicht hier so hin. Mal testen. Doch, bekomme ich so hin. Haha, haha. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Leck mich, Scheißdreck. Es ist doch recht für'n Arsch. Scheißdinger. Blöde. Dreckzeug. So, gut. Geht. Ah. Endlich. Jetzt muss ich die scheiß Schienen wieder da hinlegen. Oh, geht sogar. Puh. Glück gehabt. Yippie. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das ist sehr gut. Da ist ein Knick drin. Egal, leck mich. Ist doch mir egal. Okay. Gut, Freunde, dann sage ich für heute mal wieder Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen. Tschüss.